Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Und mit dabei ist heute der Tobi. Hallo Tobi. Moin. Aber Lol. wir spielen nicht zusammen, sondern wir spielen alleine auf der 8x1 Map Caravan. Sports. Okay, wir sind Weil nicht in der Nähe, das ist gut. Du bist bei. ja. Okay, am besten, dass du gehst nicht Eigentlich ping. ist das nicht gut, dass wir nicht in der Nähe sind, weil wenn wir nebeneinander wären, hätten wir ein Team weniger zu decken, weißt du? Wie statt meiner. Nö. Weil wir machen natürlich kein Team, aber wir lassen uns erstmal außen vor. Ne? That's the Ich frage, wen plan. ich dann? Du Ah, bist blau. blau, hast du nämlich noch gesagt, weil blau nicht gekickt wird. Ja, weil er mal recht hatte. Ich finde, so verallgemeinern würde ich das jetzt nicht. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Chance überall genau gleich ist. Nö. Doch, genauso würde ich das ausdrücken. Nee, weil Team Blau hat vier Buchstaben, das heißt, du hast eine viermal kleinere Chance. Ah. Alter, er ist auch Christoph Mittemann. Wie kann man denn so schwul und hässlich Ohne sein? Spaß, wieso heißt man Mitte? Immer jetzt. Ja, das ist jetzt trendy. Ich sehe das so oft, das fuckt mich ja noch mehr ab als It's Es gibt XXPVP. irgend so einen schwulen YouTuber, der so heißt. Irgendwie Le durch die Mitte oder in die Mitte. Leute, falls ihr wisst, Wer das ist, bitte schlag den. warum die auf einmal alle so heißen, Dann schlag die auch. schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ja? Also, und dann vielleicht einfach mal den YouTuber uns in die Kommentare schreiben. Das würde mich halt echt mal interessieren. Ich will den. Oder heißt der irgendwie so Nicht-Mitte? Ah, das kann auch sein. Irgendwie Ja, das kann auch sein. Nicht Mitte. Aber nee, eigentlich nicht. Den habe ich nämlich schon mal gesehen. Also, so einen Typen, der so. nicht Aha, Mitte den hast ist. du schon mal gesehen. Ja, nicht Mitte habe ich schon gesehen. Ich denke nicht, dass er es sein wird. Weil ich den eben schon gesehen habe. Weißt du, wem das erste Gold gehört? Ja, meine Blöcke hatten nicht gereicht. Haben Ja. mich gebeint. Weißt du, wem das erste Gold gehört? Ach, warst du der andere Nee. Typ, der da so krass. Ah, ja, das hast du. Ich schieße dich mal nicht ab, ne? Du würdest mich eh nie treffen. Sollen wir so Oh ausprobieren? nee. Oh nee. Oh, nee. Jetzt hat er Angst. Nie. Sehe ich in seinen Augen und höre es in seinen Wörtern. Ja, easy. Ich hab doch gesagt, du triffst mich nicht. War quasi easy. Hab auch ganz oft auf dich geschossen, muss ich sagen. Ja, ich weiß. Habe ich gemerkt. Willst du deinen Nach Oder ist es gar keiner Pink, Team Pink? willst du deinen rechten Nachbar töten? Mein Dann. rechter Nachbar ist Pink. Da ist es gar keiner. Oh, Und mein linken von. Der kommt ja! das ist gut zu wissen. Dann kann ich ja jetzt ganz gechillt in die Mitte gehen. Boah, liegt hier viel Gold rum, ey. That's OP. Alter. Warte, Tobi, ich helfe dir. Nein. Doch, ich will dir helfen. Geht er nicht. Habe ihn nicht getroffen. Ja. Oh, es baut sich einer zu mir. Der Torben, soll ich dir helfen? Ich bin der Torben. Hab ihn. Nein, ich habe nicht geleckt. Hast du echt nicht? Das war doch easy. Den habe ich doch. Boah, da wurden nur zwei gleichzeitig zerstört. Ich dachte schon meins. Ah ne, Team Geld wurde einfach nur vernichtet. Alles klar, ist auch gut. Hauptsache nicht mein Bett. Dann bin ich zufrieden. So, Tobi, ich zerstöre jetzt einen Typen. Echt, willst du mich zerstören? Na, dich nicht. Du bist ja einigermaßen nett ab und zu. Wie hast du das zu mir gesagt? Kann mir vorstellen. Aber schieb mich mal bitte nicht ab, weil ich muss ein bisschen offensiver. Junge, diese Typen! Wie machen die das? Okay, er ist tot. Schieß mich bitte Der nicht ab. Torben, wie soll ich dich denn abschießen? Ich habe doch gar keinen Bogen. Nun doch, hast du. Nein. Weil in der Mitte spawnt immer 4 Millionen Gold. Ey, Junge, Tobi, ich kann Christoph Mitte töten. Du darfst mich nicht töten. Ja, Junge, wie kann man. Also manche haben ja so einen Namen wie ich bin dumm. Aber PvP. er ist einfach Christoph Mitte. Er Ich bin heißt Christoph. einfach Mitte. Das ist das Schlimme. Das ist einfach ein Hurensohn-Charakter. Also, sorry, dass ich das jetzt so gesagt habe. Ne? Nicht alle, die Mitte heißen, sind Hurensohn, aber Die meisten. ich mag den Namen einfach nicht, weil das ist einfach unkreativ. Also ich meine nicht, dass Torben jetzt kreativ wäre, aber das ist so wenigstens was, womit ich eine Verbindung habe und nicht einfach, weil irgendein YouTuber Mann, sagt, Alter! Ich hab keinen aua, Bogen mehr. weil irgendein YouTuber sagt, nennt euch alle mal Mitte. Ich Seid bitte alle nenne. so gay wie ich. Nennt euch Mitte. Danke. Hui.
Du bist tot. Ja, also nicht wegen dem Gay, ne? Na, das spricht den Torben nicht an. Ui. Nochmal ui. Aber Christoph Mitte ist tot. Oh ne, wie? Oh ja. Der gute Chrissy. Könnte ich aber bessere. Jo, das stimmt. So. Ich würde sagen, du kennst doch keinen. Nee. Ah, gleich Deutschland-Polen, Tobi. So, was tippst du? Was tippst du Deutschland-Polen? Oh mein Gott. Das ist ja schon fast ein Skandal hier, was hier in der Mitte rumliegt. Man schenkt mir das. versuch einmal zu tippen, bitte. Damit wir hier mal so im Nachhinein vergleichen können. 2-1 Deutschland. Oh, das ist genau mein Tipp auch, tatsächlich. Lewandowski macht 1 für Polen. Nice. Ja, das stimmt. Lewandowski macht auf jeden Fall. Weil vor dem Typen müssen die Deutschen aufpassen, tatsächlich, weil gegen die Ukraine kamen die ja schon schwer zurecht und das ist auch wieder so eine östliche Mannschaft. Und ja, meine ich doch. Und der Unterschied ist, die haben den Lewandowski. Den hatte die Ukraine nicht so richtig, glaube ich. Nee, ich glaube auch nicht. Die waren ein bisschen dumm. Torben, guck mal, wenn du jetzt ganz kurz umdrehst und mal nicht hinschaust, dann könnten wir noch eben grün tönen. Wenn du dich mal umdrehst, damit ich das Gold nehmen kann. Okay. Hilfe. Du hast mich nicht gesehen. Ich hab so schlechtes Equip, ich muss mich zurückziehen. Ich baue noch extra deinen Weg ab. Ich muss mich zurückziehen. Ich hab viel zu schlechtes Equip dafür. Ich kann mich doch jetzt nicht betteln, ey. Warte, ich baue mir jetzt hier extra noch so eine Schutzwand. Ich hab gar keine Spitzhacke, lol. Tom, das ist meine Schutzwand. Okay, das ist eine Schutzwand. Die hilft. Soll ich mal eine Gravitätsgranate da drauf werfen? Tobi, geh weg da. Irgendwann ist auch mal Schluss mit lustig. Ja, bitte. Los, geh weg. Peace. Tobi, ich schieße dich mit dem Bogen, aber da fließt über die ganze Insel. Peace. Komm, wir gehen jetzt zu grün. Schütze mich, hallo. Durch die Mitte. Junge, willst du mich verarschen? Jetzt bin ich zufrieden. Du Arschloch! Ich hab doch gesagt, der fliegt über die ganze Insel. Warte, ich liefere ein bisschen Gold gebe ich dir, ne? Ich leg das auf den Weg hier irgendwo. Warte. Oh Mann. Hier. Bitteschön. Oh, grün! Das ist grün. Ich weiß. Oh! Nein! Hallo! Ich hab doch das Gold geholt! Oh Mann! Das liegt auf dem Weg! Warum machst du das denn? Ja, das lag auf dem Weg! Das lag gar nicht auf dem Weg, willst du mich verarschen? Das lag ganz bei dir! Junge, ich guck jetzt nochmal, hier liegt nichts! Das lag da gerade! Hier liegt nichts! Wo soll das denn liegen? Jetzt gib mir mein Gold! Das liegt da rum. Danke, so und jetzt hol ich mir noch Hand mehr. Fragezeichen? Oh nein, Junge, wir teamen doch voll! Nein! Du bist so ein Hurensohn, ne? Ich wusste, dass du das machst. Wo ist er denn? Wo hab ich ihn denn runtergeschlagen? Oh oh. Nein! Es leckt! Du leckst, Tobi? Ja. Ey. Und ist jetzt umleck ich? Leck ich noch immer? Nein. Wir haben es überlebt, ne? Nee, bin gestorben 2-mal. War das eine Rettungsplattform? Nee. Ja, die habe ich tatsächlich aber gar nicht benutzt, haben nur einen Spinnenweben benutzt. Als ob. Jo. Ja, Junge, du hast mich gerade eiskalt von hinten getötet. Tja, du hast mir ein bisschen zu viel Gold gesammelt. Ja, das fand ich aber asozial.
Und von. Das jetzt umso boah, Junge, ich hab so ein hässliches Muster auf meinem Gesicht wegen der Jalousie. So siehst du immer aus, Thorn. Das tut mir leid. Das sind einfach Lichtpunkte in meinem Gesicht. Das sieht hübsch aus. Passiert. Komm, mal. Nee, warte doch nicht. Hast du ein bisschen Angst, Tobi? Was werden, wenn ich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Was werden, wenn ich jetzt vorbeikommen würde? Was würdest du dann machen? Dann wäre schon nämlich ganz einfach mal ganz kurz am Sterben dran. Lass mich verarschen. Ja, du kannst mal in der Zeit den anderen bitte töten. Ja! Ich habe nur Angst, dass du da mein Bett holst. Nein, Bett. Nee, sowas mache ich nicht. Wollte ich jetzt nur einmal töten. Ich habe keine Blöcke mehr. Warte kurz. Ach, die eine Fuhre Gold nehme ich mir natürlich noch mit. Okay, darf ich mir in der Zeit auch was sammeln oder ist das verboten? Ja, wenn du überlebst. Geht das bestimmt klar. Also da gehe ich durchaus von aus. So. Mal gucken. Kann sich auch noch helfen. So. Boah, bin froh, dass ich überlebt habe, ey. Das hätte mich ein bisschen Gold gekostet. Zack. Blöckchens. Ich weiß gar nicht, warum ich eben mein. Geh noch mal kurz weg aus der Mitte. Na, warte. Grüner Gold. Ja, ich musste aber trotzdem. Grüner Gold! Saved. Shit. Hm. Jetzt grün töten. Okay. 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 Würde eh sterben. Ja, dann töte ich grün und dann machen wir einen Showdown. Ohne besonderes Equip oder so. Also einfach mit dem, was wir haben. Machen wir dann einfach Ende und dann. Ja, klar, was wir haben, wenn ich gerade gestorben bin, oder was? Ja. Dann sagen wir Good Game. Und, gehen nach Hause. Siehst du, bist ja gar nicht gestorben. Nee, aber das war schon knapp. Ach, Mann, jetzt lag ich wieder. Soll ich warten, bis du dich nach Hause geportet hast oder direkt jetzt? Wer sagt denn, ich bin nicht nach Hause geportet, ich bin schon direkt bei deinem Bett. Also, ich hab's tatsächlich schon gewusst, bevor du das Portgeräusch gemacht hast. Ja, gut, wow. Das ist auch schwer vorhersehbar. Ja. Also, wir fangen an, ne? Ja. Hab ich gesagt, dass ich bereit bin? Boah, Junge, diese Lichtpunkte gehen aber gar nicht klar. Das sieht ja abartig aus. Warum hätte ich gerade einen Spiegel vor das Gesicht? Das stelle ich mir das gerade vor. Nee, ich gucke in die Kamera. Ach, come on. Kannst du mir nicht erzählen. Au! Nein. Ich hab die ganze Zeit, da musst du dir mal angucken. Im fertigen Video. Problem ist, du wirst wahrscheinlich einen Bogenvorrat haben, den ich mir nicht geholt habe. Nee, hab ich nicht. Ehrlich nicht, das finde ich unfair. Das wäre tatsächlich. Das sind unfaire Mittel. Tatsächlich mal ausnahmsweise fair von dir. Und damit spiele ich nicht. Bei unfairen Mitteln finde ich echt unfair. Ah, okay, das klingt logisch. Mhm. Wie Torben, sammelst du jetzt weiter Gold? Nee. Okay, das ist auch nicht schlimm. Ich finde das gut. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hilfe. Oh. Hast du auch den besten Bogen? Hast du den Baum geknutscht? Ja, klar. Ja klar, hat er den besten Bogen. Ist am Start auf jeden Fall. Junge, Tom? Ja? Du wirst jetzt staunen. Werde ich das? Nur an. Warte, ich brauche noch 2 Sekunden. Geh noch. Tom! Mann. Ich wusste, dass du das alles hast, ne? Aber ja, wow. Nee, ich wollte eigentlich nämlich so viel kaufen. Du hast ja gewartet, bis ich gekauft habe, ne? Ja, ich wollte dich halt so ein bisschen surprisen trotzdem noch. Ach man, du bist ja gar nicht tot. Also, du bist tot, aber. Hä, was machst du denn? Warum bist du denn da hingegangen?
Das Problem ist, ich überlebe genau mit einem Herz. Ja, ich habe halt Stärke, Intus. Nice, Blöckstadt. Na, den Block habe ich trotzdem abgebaut. Was? Ja. Aber nicht die Kisten. Nein, nein. Oh. Nee. Oh! Aua. Oh! Oh! Nee. Ach man, das war scheiße, Leute. Ach man. Ja, trotzdem. Ich wollte mir Unsichtbarkeit dran kaufen, aber ich hatte leider irgendwie nur zwei Eisen zu wenig. Das wäre übel nice gewesen. Hättest du mich dann einfach so in der Mitte überrascht, ey. Ja, deswegen, das wollte ich ja tun. Nur du warst ja ungeduldig und hattest das bessere Equipment. Aber ehrlich gesagt hatte ich auch einen Bogen vor. Ich hatte noch so um die 40 Gold in der Kiste. Leute, ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wir können ja mal ein faires Battle machen. Wir können ja auch mal ein faires Battle machen, Tobi und ich. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch ein Like da. Und falls ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. An dieser Stelle sage ich dann. Wegen Teamplay reporten wollt, macht das bitte. An dieser Stelle sage ich dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao.